Wir hoffen, euch gefällt unser folgendes Top 5 Filmranking. Bitte schreibt uns euren Favoriten in den Kommentaren und abonniert unseren Kanal, um nie wieder einen guten Film zu verpassen. Was ist das eigentlich für ein Land, in dem der Himmel so ausschaut? Denkst du nicht auch manchmal, dass man woanders leben sollte? Irgendwo, wo immer die Sonne scheint. Frankreich. Marseille. Sag mal, Paul, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Sag doch mal die Wahrheit, Paul. Mal wirklich jetzt. Das haben wir früher mit unseren Freunden immer gemacht, als Test. Das hat immer funktioniert. Irgendwas kam immer raus. Mensch, Paul, was machst du denn? Was machst du denn für Sachen? Ich vermisse den einfach so. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich machen würde, um den zurückzukriegen. Hast du eigentlich auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie schon viel, viel länger kennen, als wir uns in Wirklichkeit kennen? Du wirst also sehen, wie das ist, wenn ich aus der Haut feiere. Das kann ich mir vorstellen. Weißt du warum? Weil du nämlich zu einer offenen Emotion überhaupt nicht fähig bist. Zeig mir doch mal, was mit dir ist. Du bist feige. So? Hat mich eigentlich nicht so überzeugt. Ich kann am 4. nach Tübingen gehen. Wie stellst du dir das vor? Mit deiner Sache. Mama, ich nehme doch die Tabletten nicht zum Spaß. Ich habe seit einem halben Jahr nichts mehr gehabt. Ich hab mich nicht mehr unter Kontrolle. Von was sprichst du? Vom Teufel? Stefan. Versprich mir, dass du immer zu mir hörst. Sag, wer von dir Besitz genommen hat. Nein, ich sag es! Sag es im Namen der Mutter Gottes! Nein. Was war denn das für ein Scherz ist? Willkommen in der Nacht, Kollegen. I want your money, but your money ain't right. So I'm packing it in. I'm staying home every night. And all your fair weather watching. Watch out and beware. Hast ein Auge auf sie geworfen. Schon eine ganze Weile. I hope you ain't there. Na, willst du mich nicht einladen? Die Süßwaren, Marion, findest du wohl ganz süß, nicht wahr? Wir trinken Kaffee. Die Kleine mag dich wirklich sehr. Aber du darfst ja nicht wehtun. Nein. Nein.
nichts. Das hat doch nicht einfach alles was mit dir zu tun. Was würdest du dir wünschen? Ich meine, einfach so. Alles. Schrei mich nicht so an! Verheiratet? Nee. Kinder? Nee. Schwul? Hängt die Karte noch? Regel Nummer 1, die Reise beginnt am Brunnen von Löching. Wir fahren jetzt einfach. Regel Nummer 2, die Reise muss auf dem Mofa gemacht werden. Regel Nummer 3, die Teilnehmer verpflichten sich, Sex zu haben. Auf den Bauch, dreh dich um. Die gesamte Karte auf einmal beim Griechen zu essen. Ich weiß trotzdem nicht, ob wir jetzt jede dämliche Idee machen wissen, die wir als 15-Jährige hatten. Doch. Sei doch gedurft! Schrei mich nicht so an! Hast du nie überlegt, wegzuziehen? Ja, dann musste sich auch um Papa kümmern. Wir hätten damals gemeinsam gehen können. Das ist Quatsch, du bist einfach abgehauen. Du bist echt ein Arschloch. Du kannst nicht einfach hier anrufen. Ich habe einen Sohn. Was? Die Dinge passieren, weil wir sie wollen und nicht einfach so aus Zufall. Ich hab dich so vermisst. Ich liebe dich. Georg, jetzt reicht's. Ist so gut, dass wir die Reise machen. Darauf hinweisen, dass Sie ab jetzt Ihre Kraftfahrzeuge schieben müssen. Wie bitte? Ja, Sie haben schon richtig verstanden. Sie schieben Ihre Kraftfahrzeuge, bis Sie sich Helme besorgt haben. Mal ganz im Ernst, wie wollen Sie das kontrollieren, ob wir schieben oder nicht, wenn Sie weg sind? Und uns bis zur Landesgrenze eskortieren oder was? Fick dich, Niedersachsen! Fick dich! Du hässliches, beschissenes Bundesland! Es war Nordrhein-Westfalen. Ich habe jetzt jemanden engagiert als Ersatztochter. Nee, das ist ja gut. Dann ruft er dich auch zum Geburtstag an und so. Dann mache ich mir da keinen Stress mehr. Sie sind zu Besuch? Ja, spontane Entscheidung. Ich war noch nie in Rumänien. Ein Geschenk. Ja, das ist eine richtig gute Käsereibe. Sag mal, wie lange willst du eigentlich bleiben? I'm Tony Erdmann. I'm Consultant and Coach. Wow. Also ich habe zum Beispiel von meinem Vater gelernt, wie man eine Käsereibe benutzt. Ist das eine spezielle Käsereibe? I'm Ambassador Erdmann. And this is my secretary, Miss Stuck. Hello. Hi. Willst du mich fertig machen oder was? Papa, ich rede mit dir. Wenn es um Ihren Vater geht, da bin ich nicht der Richtige. Hast du in deinem Leben noch irgendwas vor, außer anderen Leuten ein Furzkissen runterzuschieben? Ich hab gar kein Furzkissen. I have to arrest you. So, und jetzt mach's bitte auf. Na? Das Schuh mit dem Schlüssel. I'm sorry, Bogdan. My father made a stupid joke. We have to solve this problem. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Bitte lasst es uns in den Kommentaren wissen und für weitere Top 5 Filmvideos vergesst nicht, Community TV zu abonnieren.